Klartraum, letzter Teil des Hörbuchs. Es fließt über in Muss nicht alles ins Buch. Es folgen Schnipsel aus den Bereichen Physik verstehen, Biologie verstehen, exponentielle Evolution. Dann noch ein Anspruch auf Vollständigkeit, in dem unter anderem ein Beipackzettel für Ayahuasca, DMT und Salvia zu finden ist. Finally einen Schlusstakt und die Seiten, die hinter das Ende geschoben wurden. Physik verstehen. Wir haben uns die Welt so erschaffen, wie sie uns logisch erscheint. Darum können wir jetzt rückwirkend Physik betreiben. Masaru Emoto und Wassergedächtnis. Einer der Vorreiter der 90er Jahre. Masaru Emoto zeigte, dass Wasser ein Gedächtnis hat und sich so strukturiert wie das Gefühl, das darauf einwirkt. Es wurde lange Zeit wissenschaftlich ignoriert und ich schreibe davon, weil ich selber auch die Wasserstrukturen von Emoto mit DMT-Blick überprüft habe. Es gibt einen großen Unterschied im Grad der Schönheit und des fraktalen Lebens und der Symmetrien, wie es sich anordnet, wenn man Leitungswasser und Quellwasser miteinander vergleicht und das gleiche im gefrorenen Zustand. Wasser speichert Gefühle. Water is life. Wasser kann in dünnen Schichten mit DMT erforscht werden oder im gefrorenen Zustand. Auch Pyramidensalz extrem interessant. Das ist eine der höchsten Formen, die Sacred Geometry, die zu finden ist. Eine Tempelminiaturstadt wird da sichtbar. Wenn man sieht, sich das im DMT-Raum anschaut, wo die Feinstruktur aller Dinge sichtbar wird. Heilsteine sind echt ein Tipp. Am Körper, im Wasser, egal wo, können energetisieren, können reinigen, speichern, Frequenzen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, Steine zu tragen und die auch nach Gefühl auszusuchen. Das Wissen um die Wirkung von Steinen wird instant sichtbar, wenn man sich Steine im DMT-Raum anschaut. Da sieht man sowohl die gespeicherten Energien, die Strukturen, die Wirkung und hat alles aufgeschlüsselt. Das ist auch die logische Erklärung, woher all das Wissen über die Steine kommt. Die senden auf allen Wellenlängen und man muss nur sich dafür öffnen. A beautiful mind. Es gibt einen Savant, also jemand, der zu den Menschen mit Superfähigkeiten zählt. Und bei Jason Patcher das seit einem Unfall. Seit einer Kopfverletzung kann er perfekt Fraktale zeichnen, weil er sie überall sieht. Er studierte daraufhin Physik und Mathe und zeichnet exakt die Wirkung von Formeln. Eins der grandiosen entschlüsselten Bilder heißt Quantum Hand. Das ist exakt das, was er sieht, wenn er auf seine Hand schaut. Man sieht genau die Energiefeldlinien und dort in der Mitte, wo der Energieaustrittspunkt ist, wo man Raum erzeugen und verändern kann. Physik verstehen. Nature tells. Implosion als Energiequelle. Hier wird aus einem interessanten Artikel zitiert, der die Arbeit von Viktor Schauberger zusammenfasst. Und man lernt was über Vortex-Energie und freie Energie und wie alles funktioniert. Bei dem von der Natur angewandten Implosionsverfahren wirken die Kräfte nicht zentrifugal nach außen, wie bei der Explosion, sondern nach innen gerichtet, also zentripetal. Eine Implosion richtet die Kraft zum Mittelpunkt hin und erreicht im Zentrum ihr Maximum. Im Gegensatz zur Explosionstechnik, bei der edle Rohstoffe in minderwertige Produkte, in Abgase und Asche umgewandelt werden, werden bei der Implosion qualitativ minderwertige Stoffe in höherwertige Produkte umgewandelt. Also praktisch ein Veredelungsvorgang, der auch noch Energie liefert. Genialer geht's doch nun wirklich nicht. Explosion, also Verbrennung, wird von der Natur nur dort eingesetzt, wo Verrottung stattfindet.
Beim Verrottungsprozess zerfällt Ausgedientes in Basisstoffe. Diese Basisstoffe wiederum sind die Grundlage für viele aufbauende Implosionsvorgänge. Strudeln und Wirbel sind Beispiele für natürliche Vorgänge, bei denen die Kräfte nach innen gerichtet sind. Auch jede Pflanze wächst basierend auf dem Implosionsprinzip. Und zwar ohne, dass in ihr etwas explodiert, wie Schauberger es einmal treffend ausdrückte. Oder blicken Sie ins Universum. Dort gibt es gewaltige Spiralgalaxien, die in sich einspulen. Implosion. Und in deren Zentrum Unvorstellbares geschieht. Hier bei uns auf der Erde, Viktor Schauberger war von den spiralförmigen Hörnern der Antilope inspiriert. Daher kam auch das Naturkapien und Kopien. Und er hat auch das bei den Bewegungsmustern der Tiere herausgestellt, diese spiralförmig nach innen gerichtete Energie, die freie Energie ermöglicht. Und zum Beispiel bei der Forelle. Denn die Forelle schafft, wenn sie die Flussläufe hochspringt, den Sprung über einen Abstand, der größer ist, als es ihre Muskeln eigentlich überwinden könnten. Und zwar durch Ausnutzung der Implosionsenergie. Die Forelle hält Ausschau, wo das herabstürzende Wasser einspulende Formen erzeugt, da diese Wasserformen in ihrem Zentrum einen entgegen dem Wasserlauf gerichteten Sog erzeugen, also nach oben ziehen. Die Forelle kreist so lang um diese Wasserform, bis die Wassermassen eine günstige Einstiegsmöglichkeit freigeben und gelangt somit ins Zentrum der einspulenden Form. Vögel nutzen die Energie ähnlich, sodass sie bei der Bewegung Wirbel und damit geschickte Umlenkung erzeugen. Viktor Schauberger hat wohl gesagt, ihr bewegt falsch. In der Natur wird für lebensaufbauende Vorgänge, den Antrieb, das Prinzip der Implosion genutzt. Für zersetzende Vorgänge wird das Prinzip der Explosion genutzt. Und dieses Verständnis über energieerzeugende Vorgänge in der Natur durch Implosion, davon erzählt auch Anastasia in den Büchern. Thema Anastasia und Raumschiffantriebe. Ob es sie wirklich gibt oder ob sie eine Romanfigur ist, sei deiner Fantasie überlassen. Sie erklärt, wie ein UFO-Antrieb funktioniert, verwendet das Implosionsprinzip von Schauberger zusammen mit Mikroorganismen, die Raumschiffwände formen. Es brauche eine Gruppe von Leuten, die an dem Projekt einer UFO-Engine arbeiten, unter Einsetzung mentaler Kräfte. Das ist zitiert, oder findet man beschrieben, in Anastasia, Tochter der Tiger, Band 1. Das Ganze auch innerhalb der Zusammenfassung, die ich online auf der Klartraumseite zur Verfügung gestellt habe. Ein weiteres Thema Physik verstehen ist Urfrequenz in Samen auslösen. Denn bestrahlt man Samen mit hochfrequenten Energiefeldern, wird die DNA in den Urzustand ausgelöst. So gab es Fische, die Kiemen hatten wie fossile Urfische. So wurde Mais freigeschalten, der unabhängig von viel Wasser oder Pestiziden unglaubliche Erträge liefert. Und darüber gab es einen Fernsehbericht im SWR in den 90ern, der online noch zu finden ist. Aus den Archiven ist er verschwunden. Robert Sheldrake hatte recht, ein Biologe. Was er wissenschaftlich beleuchtet, ist ähnlich zu der Aussage, ein Kind, das heute geboren wird, kann auf ein viel weiterentwickeltes Bewusstsein zugreifen als eins vor 200 Jahren. Dafür wurde er zum Teil im Fachpublikum ignoriert oder der Pseudowissenschaft zugeordnet. Doch seine morphologischen Felder erklären die Gewohnheiten der Natur. Er hat damit die Weltformel biologisch und quantenphysikalisch erklärt. Thema Außerirdische. Boah, klar sind wir nicht die einzig atmenden Lebensformen im Universum. Leben kann außerdem auch auf Stickstoff statt Wasserbasis funktionieren, das siehe Cyanobakterien. Die waren Grundlage für unser sauerstoffbasiertes Leben. Den Evolutionssprung schaffen wir jedoch auch einfach nur als Mensch. Ich bin Mensch und es war gut. Reisen zu anderen Galaxien kommen später.
Thema Telepathie. Lernen die Bäume. Lernen eh alle automatisch mit der Verbindung zur Schwarmintelligenz. Halten wir also kurz. Der Witz für Telepathen? Es muss irgendwann telepathisch laufen, wenn du mit allem verbunden bist. All things spin. Ohne Spin kann nichts in Existenz kommen. Alle Sachen drehen sich. Spin ist von grundlegender Bedeutung für Erschaffung und Gegenstände, die scheinbar unbelebt zu sein scheinen. Nur weil die spinnenden Atome im Inneren strahlen, sodass sie in unserer Realität erscheinen, sagt der Physiker Nassim Haramein. Clear Communication. States of Energy. Zustände von Energie. Mit Zustand meine ich keinen Modus auf Droge, sondern den Energiezustand, das Gefühl, in dem man gerade ist. Quasi sowas wie die unaussprechliche Antwort auf die Frage, wie geht's? Elektronen, Moleküle, Systeme können im Grundzustand oder in angeregten Zuständen sein. Hier sieht man den Grundzustand und die angeregten Zustände von Elektronen und um den Kern. Der Grundzustand E0 ist das unterste Energieniveau. Zum Beispiel beim Wasserstoffatom liegt es bei -13,6 Elektronenvolt. Mit diesem Spannungswert ist es um den Atomkern in der untersten Bahn gebunden. Regt man nun das Atom oder Elektron mit der passenden Energie an, dann springt es auf die weiteren angeregten Zustände, die E1, E2, E3, die verschiedenen quantisierten Energielevel. Quantisiert heißt, dass die Energielevel nicht beliebige Werte annehmen können, sondern nur bestimmte Werte. Das ergibt sich dadurch, dass jedes Teilchen gleichzeitig Welle ist. Im Atom gebunden ist es durch Anziehung und ergibt damit eine stehende Welle, wie bei einer Gitarrensaite, die einen Grundton und mehrere harmonische Obertöne kann. Und so schaut es dann orbitalmäßig aus, die Wellenfunktion des Wasserstoffatoms. So fühlt es sich praktisch im Grundzustand und in den angeregten Zuständen. Das sind exakt Schwingungsmuster nach der Sacred Geometry. Das ist genau das Gleiche, was man mit Gefühlszuständen auch erleben und beschreiben kann. Angeregte Zustände bleiben nur kurz. Dann springt das Elektron wieder zurück in den Grundzustand. Dabei wird die Energiedifferenz wieder frei. So entstehen die Farben. Elektronen absorbieren, das heißt, sie nehmen einen Teil des Lichtspektrums auf. Wir sehen den Rest, das, was es nicht absorbiert hat, das, was es nicht sein wollte. Bei Molekülen und chemischen oder biologischen Reaktionen heißt das Ganze Aktivierungsenergie, wenn es vom Grundzustand in den angeregten Zustand springt, bei dem dann der angeregte Zustand zum Beispiel auch eine Reaktion auslöst. Sprich, Zustand und angeregte Zustände ist das, was mit dir macht. Dein Zustand des Morgens anders als abends, hängt von inneren und äußeren Energien ab, kann in einem Grundzustand sein und in unzähligen angeregten Zuständen, in excited states, aktiviert oder deaktiviert sein. Ausschüttungen von Hormonen, Botenstoffen, alle möglichen Zustände und Wahrnehmungen, die ein Mensch erleben kann, können auch durch Informationen aktiviert werden. Ich brauche keine Drogen, habe ja Namen für meine Zustände. Blickwinkel, Kanone, Physik. Wasser ist nicht normal. Wasser hat zwischen 0 und 4 Grad eine Anomalie. Anstatt bei weniger Temperatur kleiner zu werden, sprich seine Dichte zu verringern, dehnt es sich aus. Seine Dichte wird plötzlich maximal. Bei allen anderen Flüssigkeiten ist das nicht so. Darum zerreißt es gefrorene Wasserflaschen in dem Temperaturbereich zwischen 0 und 4 Grad auch. Darum schwimmt Eis oben. Darum kann überhaupt Leben
weiter existieren und existieren. Im Teich fallen die warmen 4-Grad-Schichten unter die kälteren Schichten, damit friert das Leben nicht ein. Zu finden unter Wiki-Dichte-Anomalie. Die Anomalie des Wassers ist das Geheimnis von Phasenübergängen, Transformationen, Metamorphosen, von plötzlich Klick-Klack-Ratat-Raummechanik. Wasser hat auch einen sogenannten Trippelpunkt, eine Temperatur, bei der fester, gasförmiger und flüssiger Zustand gleichzeitig auftreten. Darum Trippel, drei Zustände gleichzeitig im gleichen Moment. Das liegt bei 6 Millibar und 0,01 Grad. Da passieren praktisch plötzlich die Übergänge und die Phasenübergänge. Anomalie heißt, das ist nicht normal. Wasser ist verrückt. Öl ist super. Wenn dich friert, schmier dich dick mit Öl ein. Zum Beispiel Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl oder ein paar Tropfen sibirisches Zedernöl in die Ölmischung. Die Ölmischung ist auch super jeden Morgen als Mundspülung, um Giftstoffe auszuwaschen. 10 Minuten spülen, antibakteriell, beste Reinigung. Schmeiß alles weg, was Fluorid enthält, das ist Gift. Zerstört die Zirbeldrüse, mach gleichgültig. Altern war gestern, heute ist Metamorphose. Körper aktivieren. Wärme und Kälte verstehen. Grundzustand und Aktivierungsenergie beschreiben auch die Temperaturregelung deines Körpers. Es kann im Winter noch so kalt sein. Mit ein wenig Holzhacken, Radlfahren oder Sport ist die Aktivierungsenergie gegeben, um nicht zu frieren. Frieren ist eine Kältewelle über die Haut durchs Gewebe. Sobald diese zu lange angreifen kann, hast du schon verloren. Der Körper kann, bevor sich die Kältewelle ausbreitet, mit Gegenschwingungen oder Eigenenergiefeldern reagieren. Ein Baby und Kind lernt das automatisch. Doch kaum jemand kann Wärme steuern, weil wir von Geburt an viel zu warm isoliert wurden und warm eingepackt wurden. Sonst hat sich das automatisch aktiviert, die körpereigene Temperatursteuerung. Pack die Kinder nicht so warm ein. Anarchiekinder. Körperwahrnehmung. Frag dich mal, warum eine Katze freiwillig bei minus 15 Grad nachts draußen ihre Streifzüge macht. Die Fell-Isolierschicht und Bewegung ist nur ein Teil. Der andere läuft über Körperkontrolle, die wir auch wieder lernen können. Körperwahrnehmung heißt auf Englisch Body Sensation. Spür deinen Körper. Evolute your brain, your cells, your DNA. Die meiste Zeit bist du nur im Kopf und das da unten hängt passiv an dir dran. Und darum friert's auch. Anstatt zu wissen, was ist, musst du lernen, deine Hülle zu erfassen. Nicht nur im Moment. Und den Biofilm darauf, darin, durchs Gewebe bis zu den Adern. In den Adern ist die Wärme, die kann man noch viel besser nutzen. Und das Gewebe selber kann tanzen und um sich Wärme erzeugen. Alternativ kann man auch das elektromagnetische Feld um den Körper so steuern, dass eine Isolationsschicht entsteht. Mit Merkaba, aktivierter Merkaba, müsste das relativ einfach sein. In der Physik sind es zwei aufeinander gerichtete Laser gleicher Phase, die damit ein Kraftfeld erzeugen. Wärme leveln. Ein Ansatz. Meiner Eins hat einige DMT-Sessions dem Thema Wärme gewidmet. Die DMT-Feueroptik bringt Verständnis. Genauso wie die DMT-Optik der Bewegungen von Steinen, die mit Wärme zu tun haben. Zum Beispiel Feueropal oder Feuerachat. Es gibt viele Wege, Wärme auszulösen. Es ist Bewegungsenergie. Deine Hautschichten sind wie Flechten aufgebaut. Der Bereich deiner Aura, also die erste Hülle um deinen Körper, ist elektromagnetisches Feld. Kann fokussiert und isoliert werden. Am Nacken gibt es einen Punkt, der alle möglichen Resonanzfrequenzen
über den Körper schicken kann. Onomatopoesie, also Klangsprache, ist auch hilfreich. Da wumm, da wumm, da wumm. In die Körperwahrnehmung. Geh in eine Körperwelten-Anatomie-Ausstellung oder schau dir im Netz an, wie ein Mensch von innen aussieht. Kommt die Kältewelle von außen, heißt es einfach nur schneller sein in der Körperreaktion und Energiefeldreaktion. Das hätten wir als Kinder easy gelernt. Weil wir nicht gewohnt sind, mit dem Geist ständig den Körper wahrzunehmen, braucht es etwas Übung, wie bei Meditation. Achtsamkeit nach innen. Schau dich in einem Wald um. Dann schau dich an. Weil alles, was den Mensch ausmacht, auch als Abbildung in der Natur zu finden ist, illustriert eine Laubflechte, Haut, Gewebe, Organe. Schau dir den Wald an, dann dich. Muss nicht alles ins Buch. Biologie verstehen. Metamorphose Haut. Tarnung lernen. Es gibt eine Oktopus-Spezies, die kann Holodeck-Haut. Sich tarnen, kann die fraktale Umgebung, die unter ihm ist, auf seine Haut projizieren. Innerhalb von Sekunden sieht der Oktopus aus wie das ihn umgebende Korallenriff. BBC hat getestet, ob er auch Wohnzimmereinrichtungen abbilden kann. Genial. Ein Karo-Muster interpretiert er als Zebra-Muster, doch das 70er-Jahre-Hippie-Muster des Oma-Sofas kann er exakt abbilden. Wenn du dir anschaust, was die Natur, was die Tiere können, dann weißt du, was du auch kannst. Copy Animal Skills. Kopf erden. Körper erden. Astrallinien cutten. Ei am Kopf rollen. Ich hatte mal leicht Liebeskummer, Sehnsucht auf dem Rainbow. Hab mich gestört, dass ich meinen Kopf nicht frei krieg. Ein Freund sagte, roll ein rohes Ei über deinen Kopf. Das cuttet die Astrallinien, erdet die Verbindungen. Boah, das hilft voll. Fühlt sich total schön an, drum muss jetzt jeder davon wissen. Und es steckt Heilung drin, noch viel mehr. Roll ein rohes Ei über deinen Kopf, das ist die genialste Massage. Die perfekte Eiform erdet Astral- und Energiefeldlinien deiner Oberflächen, nimmt negative Energien auf. Mit zwei Eiern den ganzen Körper erden ist noch intensiver. Die Eier haben dann all deine negativen Spannungen aufgenommen. Wunden oder innere Blockaden können sich entladen. Danach ist es deine Aufgabe, die Eier zu zerbrechen. In dem Doku-Kunstfilm The Space in Between von Marina Abramović sieht man, dass das Ei so hart werden kann, dass es über Minuten lang nicht zerbrochen werden kann. Und wohl erst dann, wenn dein Geist die Krankheit loslässt. Nature Science. Lichtwesen. Glühwürmchenzoo. Es gibt über 200 verschiedene Arten Glühwürmchen. Während des Fusion Festivals habe ich sie gesammelt, um sie als Leuchtmittel im Mooskleid der fliegenden Feen des Transflusses zu nutzen. Also informiert man sich über Glühwürmchenhaltung. Muss ich sie füttern? Nein, sie wollen nur nicht allein sein. Glühwürmchen ist sowas wie Lichtmensch. Glühwürmchen haben zwei Lebensphasen. 3 Jahre ist es Larve, nur am Fressen, am liebsten Schnecken. Jahre später verpuppt es sich. Metamorphose zum Lichtwesen. Sobald sie die Leuchtfähigkeit, nennt man Biolumineszenz, erreicht haben, braucht ihr Körper keine Nahrung mehr. Das Licht gilt der Partnersuche. Der letzte Tag eines Glühwürmchens endet mit der Fortpflanzung. Glühwürmchen leben für Liebe. Die menschliche Zelle kann auch Licht erzeugen, nennt man Biophotonen. Das heißt, Lichtmensch aktivieren. Hör auf zu essen und red mit deinem Körper. Man muss sich schon dessen bewusst sein, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Im Internet gibt es viele Infos drüber, zum Beispiel auf 10 Minuten YouTube Gore Timothy Lichtmensch.
Glühwürmchen-Effizienz. Die Leuchteffizienz von Glühwürmchen übertrifft unsere Lichtquellen. Leuchtkäfer leuchten mit einem Wirkungsgrad von über 90%. Das heißt, von der chemischen Energie, die sie investieren, wird 90% in Licht umgewandelt. Glühbirnen haben einen Umwandlungsfaktor von 5%. Unsere besten Lichtquellen heißen OLEDs, schaffen 75%. Heißt Organic LEDs, das heißt, sie sind nicht nur von der Natur inspiriert, sondern sie bestehen auch aus organischem Material. Mathematik verstehen. Do the math. Exponentielle Evolution. Die größte Unzulänglichkeit der menschlichen Rasse ist unsere Unfähigkeit, die Exponentialfunktion zu verstehen, sagte Albert Bartlett, ein Physikprofessor. Die YouTube-Vorlesung von Professor Bartlett, The Most Important Video You Will Ever See, war der Auslöser, der meine Weltbilder gebrochen hat. Während meines Physikstudiums wurde ich darauf aufmerksam. Wir haben die Exponentialfunktion nicht verstanden. Exponentielle Wachstumsmuster. Exponentiell heißt Verdoppelung in gleichen Zeitabständen. Superexponentiell heißt Verdopplung in sogar immer kürzeren Zeitabständen. Alle Systeme, die der Mensch auf diesem Planeten geschaffen hat, wachsen seit ca. 250 Jahren exponentiell bis superexponentiell. Wir verbrauchen derzeit mindestens 7 Planeten mehr, als wir haben. Unsere Zeitalter entwickeln sich immer schneller, nämlich superexponentiell. Das Industriezeitalter ungefähr 100 Jahre, Informationszeitalter auf 10 Jahre, Social Network Zeitalter auf 2 bis 3 Jahre. Darum war ungefähr 2012 auch das Jahr des Wandels. Pi mal Daumen. Rechenaufgabe zu exponentiellem Wachstum. Legen wir Bakterien in eine Flasche. Die wachsen zum Beispiel nach dem Muster. Sie verdoppeln sich jede Minute. Sagen wir, um 12 Uhr ist die Flasche voll. Starten wir um 11 Uhr mit einer Bakterienkultur, dann sind um 11 Uhr 1 doppelt so viele Bakterien da. Die Frage ist, wann ist die Flasche halb voll? Wann wird's eng? Wir wissen, um 12 ist die Flasche voll. Das Erschreckende, 4 Minuten vor 12 ist die Flasche erst 1/16 voll. Denn das reicht völlig aus innerhalb der Verdopplung. 1/16, 1/8, 1/4, 1/2. 1/2 hat es um genau um 11.59 Uhr. Eine Minute vor 12 ist die Flasche halb voll. Und keiner ahnt, dass sie gleich ganz voll sein wird. Exponentielles Wachstum. Das war auch die Geschichte mit dem Reiskorn und dem Schachbrett. Ab jetzt kannst du Evolution vorhersehen und nutzen. Exponentiell ist Wahnsinn. Evolution verstehen. Mensch, Planet, Universum ist organische Lebensform. Bewusstsein erlebt gerade exponentielle Evolution. Doch es wird einfach. Alle Szenarien können wir vergessen. Wir sind eine Sekunde vor 12 und schreiben den Schlusstakt. Und dann kommt die Metamorphose. Vergisst, was früher war. Die schönsten Geschichten erwachen kurz vorm Ende. Beauty creates. Schicksal-Logikschleife. Die Annahme von Schicksal, also Vorherbestimmung, eine äußere Lenkung von Weltlinien oder Lebenslinien, setzt ein weiteres Bewusstsein mit einem bestimmten Plan voraus. Dafür müsste sich das globale Bewusstsein seiner selbst bewusst sein. Zusammen mit allen ihm verbundenen Bewusstseinen, also allen Menschen und torusförmigen denkenden Kreaturen, einen Gedanken zum gleichen Zeitpunkt haben. Davon wüssten wir. Bald ist es soweit. No external designer needed. Osmose ist Blutkreislauf. Osmotischer Druck ist die treibende Kapillarkraft
für aufsteigenden Wassertransport in Pflanzen und Bäumen. Osmose ist der Rhythmus, bis sich thermodynamisches Gleichgewicht einstellt. Unterschiedliche chemische Potenziale gleichen sich durch diffundierende Flüssigkeitsströme durch Membranen aus. Der Mischvorgang verringert die sogenannte Gibbs-Energie und daher läuft der Vorgang chemisch freiwillig ab, unter Energiefreisetzung. Biomembran, Kapillarwirkung, Kontinuummechanik. Osmose kann man selber in den eigenen Kreisläufen und Energieflüssen praktisch auch spüren. Das geht durch die Membranen des Hyperraums, aus dem alles besteht. Zeit ist fraktal. Wenn du auch meistens um 21.21 Uhr oder 11.11 Uhr auf die Uhr schaust, ist das ein Hinweis auf einen Sprung in der Matrix. Das ist die bisher beste Erklärung zu dem Phänomen, die ich gelesen habe. Gleich neben dem Artikel, warum Hippies die Welt regieren werden. Eine der Portalseiten ist wakeupworld.com. Zufall, Brownsche Molekularbewegung und DMT. Zufall heißt ein Ereignis ohne kausalen Zusammenhang, also ohne Grund. Dafür müsste etwas existieren, das nicht mit allem anderen verbunden ist. Ansonsten ist jedes Ereignis Teil in der Quantensuppe der unendlichen Möglichkeiten, ist interconnected und hat damit eine Ursache, also ist nicht zufällig. Die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ereignisses ist ein Maß dafür, wie stark man von dem Eintreten des Ereignisses überzeugt ist, sagt die bayerische Definition. Zufall in dem Sinne, in dem man ihn lange verstehen wollte, ist kein mathematischer Begriff, sondern ein philosophischer. Die Mathematik versucht gar nicht erst, ihn in seiner Tiefe zu ergründen, sondern formuliert nur Rechenregeln, die Statistik. Mathematischer Zufall hängt dabei mit der Brownschen Molekularbewegung zusammen. Vor 100 Jahren hat man unter dem Mikroskop entdeckt, dass sich alles chaotisch geordnet bewegt. Die Beschreibung der Brownschen Molekularbewegung, es sind exakt die gleichen Bewegungen von allem, die auch mit DMT sichtbar werden. Die Brownsche Molekularbewegung ist die Bewegung und Anordnung der Moleküle nach fraktalen Mustern im multidimensionalen Raum. Zufall ist Chaos, ist Anarchie, ist Teil der Evolution. Muss nicht alles ins Buch. Physik verstehen. Equilibrium ist ein Begriff aus der Physik unter anderem. Das gleiche wie Homöostasis ist gleich Balance. Wir haben da was übersehen. Einen Zustand namens Equilibrium, der jedem organisch-physikalischen System innewohnt. Ein innerer Prozess der Evolution. Dein Körper ist perfektes Messinstrument. Im deutschen Wiki, noch gar nicht als Artikel erfasst, die englische Übersicht zu Equilibrium liefert hier eine Blickwinkelkanone der Wissenschaft. List of Types of Equilibrium. Ein paar seien herausgepickt. Biologie. Gleichgewichtseinstellung. Sinn für ein Gleichgewicht bei Menschen und Tieren. Homöostase. Die Fähigkeit eines offenen Systems, insbesondere lebende Organismen, sein inneres Umfeld zu regulieren. Gleichgewichtstheorie. Inselbiogeographie. Zur Erläuterung der Artenvielfalt von ökologischen Inseln. Osmotisches Gleichgewicht ist auch einer der biologischen Fälle für Equilibrium. In der Physik, die Gleichgewichtskraft, die jedes Objekt regungslos hält und auf praktisch jeden Gegenstand der Welt wirkt, der sich nicht bewegt. Alles, was in Gleichgewicht ist, ist in Equilibrium. Gleichgewichtskonfiguration von Erde und Planeten, die physikalische Geodäsie. Ein hydrostatisches Gleichgewicht, der Zustand eines Systems, in dem die Kompression durch die Schwerkraft durch eine Druckgradientenkraft ausgeglichen wird.
Hyperbolischer Gleichgewichtspunkt. Ein mathematisches Konzept in der Physik. Entspricht quasi dem Nullpunkt. Strahlungsgleichgewicht. Der Zustand, in dem die abgestrahlte Energie durch die absorbierte Energie ausgeglichen wird. Thermodynamisches Gleichgewicht. Der Zustand eines thermodynamischen Systems, das sich im thermischen, mechanischen und chemischen Gleichgewicht befindet. Das heißt, das Equilibrium beschreibt auch den Zustand von den Steintürmen, die man bauen kann, die damit in absolutem Gleichgewichtszustand sind. Equilibrium ist Gerechtigkeit. Eins der schönsten Wörter aller Zeiten ist Elysium. Das vollkommene Glück. Kommt aus dem Griechischen aus Elysion Pedion, heißt Insel der Seligen. Das Universum strebt auch einen Gleichgewichtszustand an. E0 Universe. Meditier mal ins Equilibrium. Time out me. Connected to Cosmic Library. Ich lebe Schwarmintelligenz. Seit Silvester absoluter Rückzug im Nullpunktsraum. Sphere of Mine. Keiner darf mich besuchen. Oder wenig. Ich verspinne jetzt alle Bedeutung des Universums. Nutze alle Medien. Der Kern des Buchs wurde als Handyaufnahme im Hyperraum erfasst. Echtzeittechnik ist so nützlich. Ultra-Kreationslabor, Bauwagen, Hänger, Truck, UPS-Fahrzeug, so unscheinbar. Es macht so Spaß, so zu leben. Die schönste Arbeit, die es je zu tun gab. Auftraggeber ist der Sinn, Erschaffer das Funkeln. Ich habe auf alle Erinnerungen des Universums Zugriff. Merkst du's? Information läuft mir jetzt nie mehr davon. Ich habe für alles eine Schachtel im Universum. Du kannst 100 Jahre chillen und dann alles, was es zu tun gibt, an einem Tag erledigen. So quasi der eine Tag sind jetzt in etwa 3 Monate, aber dann ist es geschafft. Alles, was du je machen wolltest, mach's gleich. Dann bist fertig. Universe is all in, wie beim Pokern. Geh aufs Ganze. Mach doch, was du willst. Ich höre nicht auf zu funkeln. Die Party ist eröffnet, die Korken knallen. Noch nie war der Hyperraum so laut, pumpend, lachend. Vorfreude rollt. Revolution by Rave, Evolution by Goa, Chaos by Punks. Rainbow the Planet ist nicht mehr aufzuhalten. Hier sind wir jetzt schon auf den letzten Buchseiten angekommen. Der letzte Teil des Hörbuchs hier ist genauso wie der erste Teil des Klartraum-Hörbuchs, leicht gekürzt. Gibt ein paar mehr Buchseiten. Hier jetzt der Abreißkalender, ein Haufen Sprüche. Davon lese ich nur 2 oder 3 vor. Ein bisschen Fließtext gibt's noch, dann ist es durch. Anspruch auf Vollständigkeit, Teil 2. Words are magic. Komm einfach. Ich habe immer Zeit. Linear ist langweilig. LMAA. Lächle mehr als andere. Du kannst auch laufen, dann geht's schneller. Aber wenn du gehst, kannst du noch tanzen. Ich liebe den Winter. Im Winter wachsen die Räume nach innen. Sommer kann jeder. Natur ist nicht langweilig. Und wenn du die Welt hinter der Welt pulverisierst, dann bist du da, wo ich bin. Transzendenz ist sowas wie ich bin, mein Wille geschieht. Rot heißt, geh, wenn frei ist.
Das gehört sich an jede Ampel, Mann. Drum ist das Ganze noch nicht 2012 passiert, sondern erst ein paar Jahre später. Wegen der Ampeln. Wegen der... wie oft wir da gestanden haben, ne? We who believe in freedom shall not rest until it comes. Es fühlt sich an wie die Dauerantreibende, die da existiert hat. Und jetzt ist es dann aber geschafft. Jetzt kann der Ruhetag beginnen, in dem man nicht, das Zeitalter, wo man nichts mehr machen muss, sondern einfach sein kann. Nimm dir raus, vollkommen zu sein. Lass uns ein Haus besetzen, ein Matratzenlager bauen, nur für eine Nacht. Wenn weniger Menschen Auto fahren, können mehr Menschen tanzen. And finally, dream as destiny. Auf den letzten Seiten des Buchs findet sich eine Liste von Bewusstseinskino, von Fraktalfilmen, von Filmen und Aktionen und Kampagnen, die das globale Bewusstsein erweitert und vorangebracht haben. Wir kommunizieren in Bildern. Darum sind Filme so genial. Sie sind Neutrum. Das globale Bewusstsein wurde damit abgebildet. Jeder kennt die Bilder und Gefühle der Filme, die nicht vergessen werden. Filme, die das Bewusstsein gesät hat. Die unendliche Geschichte. Ratatatam hieß früher Abracadabra. Die Liste kann man im Buch dann nachschauen. Die wird hier nicht vorgelesen. Epic Games. Ich habe 10 Jahre meines Lebens gezockt, Computerspiele und LAN-Partys organisiert. Geniale Ausbildung für Level-Designer for real life. EVE Online, Dark Age of Camelot, Herr der Ringe Online, Warcraft, Call of Duty, Day of Defeat, Far Cry, Halo, Quake, Tomb Raider, Civilizations, Anno 1904, Day of Tentacle, Lemmings, Tetris, Bricks, Ping-Pong, Lego. You see the dimension shift in history of games? Evolution of Gaming World. Wer Rollenspiel und die Adventure-Strategie-Fantasy-Welt am Computer oder noch besser als echtes Rollenspiel ist gleich LARP kennt, ist schon lang Teil des Bewusstseinswandels. Die Crafting-Skills, die Handwerksfähigkeiten, die nie aussterben werden. Die Rüstung und Kleidung, die Helden tragen. Die unendlich schönsten Welten mit Freunden durchstreifen. Wir sind Tiere, fühlen uns gut, wenn wir uns bewegen. Striders und Elves. Rollenspiel im Real Life. LARP Epic. LARP, L-A-R-P, ist gleich Live-Action Role-Playing Game. Die wilden Horden, ein Ass im Ärmel. Ich habe selber leider nie zu einer LARP-Convention geschafft. An abgelegenen Orten treffen sich seit Jahrzehnten die Orks, Elfen, Zauberer, Ritter, Vampire, das ganze Gesindel, um die Geschichten der Urwesen zu erfüllen. Danke für die Bilder, die mir LARP Ulumulu Freunde mitgeteilt haben. Berufe, die optional werden, sind die des Landwirts und Heilers. Jeder pflanzt irgendwann einen Baum, nährt, pflegt und kennt die Permakulturgärten, die überall am Planet sprießen. Arbeit ist Kreation. Beruf heißt Berufung. Talente und Berufe. Und jeder kann viele Talente leveln. Mechaniker, Schmied, Geschichtenerzähler, Kampfmeister, Hebamme, Heiler, Arzt, Musiker, Freak, Nerd. Jeder ist nützlich. Wir sind Schwarm. Schweißen, Schreinern, Mechanik, Koch, Gärtner, Kinderhort, das lernst du automatisch in den transformierten Mutterschiffen des Lebens.
Einen Wagen ausbauen ist wie eine Puppenstube auszubauen. Dazu brauchst du keine Hilfe, sondern nur Kreation, Zeit und Überfluss. Hunderttausende leben seit Jahren ihren Traum. Schau ruhig hin. Hier kehrt sich innen nach außen. Die wandelnden Schlösser. Anspruch auf Vollständigkeit Teil 3. Hier folgt zur Ergänzung der Infos im Buch über, der umfangreichen Infos im Buch über DMT und Salvia Divinorum, der Beipackzettel, denn das wird sicher auslösen, dass sich so einige jetzt mit den pflanzlichen Wirkstoffen, den schamanischen Medizinpflanzen beschäftigen. Und damit folgt hier Werde Astronaut, Do It Yourself, Travel Hints for Hyperspace. Natürlich immer anzumerken, dass das Ganze auch ohne externe pflanzliche Wirkstoffe geht. Das Ganze lässt sich immer auch körpereigen auslösen und vor allem in Meditation und dort auch noch wesentlich gezielter. Doch ja, das eine und das andere ist doch durchaus ergänzend, hat es ja immerhin die ganze Geschichte der Menschheit und all unsere Verbindungen in die Schwarmintelligenz und Leben und Tod ständig begleitet. Beipackzettel DMT Salvia. Medizin, Extraktion und Reisetipps. Dosierung Salvia Divinorum. Es reicht normale Dosierung, einfach nur Salviablätter, ca. 0,16 Gramm. Mehr sind nicht praktisch und können unangenehm werden. Konzentrate also noch viel sparsamer verwenden. Man kann es auch über die Mundschleimhäute aufnehmen. Im Internet ist hier ein All-You-Need-To-Know-Fundus verlinkt, der heißt http://psychic.de/salvia. Dosierung DMT oder Changa. Siehe Netz. Findet man selber raus. Man fängt klein an. Dein Körper sagt dir, ob du mehr willst. Irgendwann dosierst du höher. Die Menge, ab der sich aller Raum verformt, ist die kritische Menge DMT, was ich auch Deep Space DMT nenne. Man kann nicht überdosieren, der Körper kommt in jedem Fall damit klar. Es ist ja ein körpereigener Botenstoff. Und daher kommt man auch mit der Steigerung, also 5-Meo-DMT, gut klar. Dort braucht es nur ein Sechstel der Menge wie bei DMT für den Durchbruch. Wichtig ist, dass man mindestens einen Tag vorher wenig oder nichts isst. Gleiches gilt für Salvia Divinorum, dann ist das Ganze auch wesentlich intensiver und angenehmer. Ayahuasca-Dosierung. Hier ist es ähnlich wie mit der Dosierung für DMT, einfach ausprobieren. Das Netz ist voll mit Rezepten. Man kann nichts falsch machen. Jedoch wie bei Changa muss man auf die Unverträglichkeiten der Mao-Hämmer, die kombiniert werden, achten. Das heißt kein Alkohol und keine Medikamente, am besten einfach nüchtern sein. Auch damit rechnen bei Ayahuasca, dass man sich übergeben und aufs Klo muss. Bilsenkrautöl zum Beispiel hilft instant gegen Schlechtsein. Die sanfte, intensive Reise geht über Stunden, je nachdem, wie viel von dem bitteren Gebräu du gepackt hast. Wenn man Eiweiß in Ayahuasca erhitzt und dieses dann entfernt, hat es die Stoffe, die Übelkeit und Co. erzeugen, rausgenommen. Dann ist die Reise allerdings auch etwas schwächer. DMT, Pflanzenextraktion und Reisetipps. Nicht nur im Urwald wachsen DMT-reiche Pflanzen. In unseren Breitengraden haben wir als Kinder auf Rohrglanzglas an den Uferstränden wächst es. Da haben wir drauf gepfiffen. Daraus lässt sich ein Analogon zu Ayahuasca brauen. Effizienter ist jedoch zum Beispiel Mimosa hostilis oder die Wurzeln des Baums Acacia confusa. Der Originalname in Taiwan für den Baum ist The Tree Thinking of Each Other Tree. DMT lässt sich auch synthetisch, also chemisch herstellen. Damit habe ich keine Erfahrung. Das kann man schon auch nutzen, aber da fehlt halt die Feinstruktur der Pflanze, die es produziert hat. Also die Seele der Herkunft. Wenn du lernen willst, wie man DMT extrahiert, finden sich zwar im Netz Anleitungen, aber besser geh aufs nächste Goa-Festival oder verbind zu deinem lokalen Schamanen. Da wird dir geholfen. Hantieren mit Lauge und Reinigungsbenzin ist auch nicht jedermanns Sache.
Der Markt wird sich schnell anpassen. Bis dahin ist Ayahuasca legal und das große Ursuppenkochen eröffnet. Ayahuasca ist auch der beste Einstieg, bevor man mit extrahiertem DMT anfängt. Zum Einnehmen von DMT und Changa sind hölzerne Vaporizer super, zum Beispiel Vapor Genie. DMT sollte man nicht einfach mit den Mao-Hämmern, zum Beispiel den Pergamum-Hamala-Samen, mischen, sondern daraus Changa herstellen. Das ist wesentlich potenter, und weil das Ganze wird nochmal in Alkohol eingedampft und dann über Kräuter gegeben. Der Geruch von Changa ist sehr interessant und sehr angenehm, und jeder erinnert sich daran und kennt ihn wie Erde. Wichtig ist beim DMT-Rauchen, dass man den Rauch so lang wie möglich drin behält. Man lernt extrem lang die Luft anhalten. Der Rest passiert. Schlusstakt. Den schreiben wir gemeinsam. Danke, Teufel. Ab dem Moment kann der Teufel gehen, wenn man sagt: Danke, dass du uns gelehrt hast. Denn jetzt wird durch die schönste Geschichte, die sich in diesem Jahr auf diesem Planeten schreiben wird, klar, dass all die schmerzvollen, schlimmen Erfahrungen, die verzweifelten Momente, in denen man sich umbringen wollte, wirklich aufzuwiegen sind. Mit dem Glücksmoment der Evolution. Leben ist es wert, gelebt zu werden. Wir wussten, dass uns unsere Erschaffung auch Leid bringen wird. Wir wollten spielen und die Palette menschlichen Seins erleben. Die tiefste Urinformation als Anker. Alles wird gut. Jetzt ist es einfach passiert. N-3. Es dauert so lange, wie es dauert. Die Anzahl der Schritte ist abzählbar. Zeit gibt's eh nicht. Alles wird geschehen und es wird geil. Das ist das Gegengesetz zu Murphy's Law. Alles, was schief laufen kann, läuft auch schief, besagte es. Das Gesetz des Lebens, der Perfektion, besagt, dass alles, was sich zu Systemen höherer Ordnung entwickeln kann, das auch tun wird. Die Zeit ist der Spielfaktor. Auf der Skala unserer Lebensspanne bekommen wir mehr von Murphy's Law mit als von der Evolution des Lebens. Langfristig gewinnt aber das Leben, wie die Bank beim Glücksspiel. Do the math. N-2. Und ich danke Johannes Altmann für seinen Film Die Geschichte der Werbung, ohne den ich es nie so weit gebracht hätte. Das habe ich ihm versprechen müssen, meinem Banknachbar in der Schule. Danke, Johannes. Danke, German. Danke allen, dass ihr die Kunstwerke für mein Buch wart. Ich habe nur zusammengefügt, was da war. Epic Rainbow, Epic Goa, Epic Fusion, Epic Badezimmer, Epic Regensburg. You are the living prophecy. Und es gibt die, von denen die Götter noch lernen. Danke für die tausendfach tiefen Gespräche und Geliebten in meinem Leben. Ich bin Baum, doch ich werde nicht meine Wurzeln vergessen. Consciousness is swarm intelligence. There is no authorship. Wir schreiben alle daran, an diesem Werk. Danke an mindestens 5000 verschiedene Personen, die Sachen gesagt haben oder mir weitervermittelt haben, die ich auffangen musste, die niemals vergessen werden. Die meisten bleiben anonym, weil es nicht von Bedeutung ist, weil es Poesie der Wahrheit ist, die jeder hätte erfahren können. A million people movement already knows. Because I want anyone to feel what I feel.
N-1. Wir funktionalisieren die Zukunft. If you can't prove me wrong, I'm right, ist die Logik im Quantenraum. Alles, was möglich ist, gibt es auch. Und alles, was möglich ist, können wir mit Gedanken formen. So schließt sich der Kreis. Am Schluss war alles in deinem Leben Pinselwerkzeug. Die Idee erschafft sich selbst, eben weil sie so verrückt war. N gleich unendlich. Life was given us 1 billion years ago. Now you know what to do with it. Jede Frage fühlt sich beantwortet. Damit ist die Unendlichkeit erforscht. Irgendwann gibt's gar nichts mehr zu sagen. Mama, ich bin glücklich. N+1. Nachwort zu egal welcher Version des Klartraums. Mit dem Entdecken der Botschaften von Gor Timothy und Melchisedek hat sich aller Plan rund um den Klartraum geändert. Es wird nicht mehr so lange gewartet, bis es auch der Letzte kapiert hat. Was gefunden wurde, soll leuchten, ohne Verzögerung. Ursprünglich sollte das Werk nur offline und auf hunderten USB-Sticks in den Netzwerken des Wandels gestreut werden, um ein Jahr später als Schwarmbuch zu erscheinen. Das ist jetzt alles irrelevant. Ist auch nur gut so. So ist viel unnötige Arbeit weggefallen. Wir bereiten uns auf die große Party vor. Auf den Dimensionswechsel. Was wahr ist, wird Licht. Was du wissen musst, wirst du finden. Orientierung. Hier sind wir jetzt quasi hinter dem Ende des Klartraums gelandet. Hier folgen Seiten, die ans Ende geschoben wurden, weil 300 plus Seiten eh schon eine Zumutung sind. Reset the Bible. Das unheilige Buch. Macht euch die Erde untertan, war einfach die dümmste Idee ever. Die bisherige Bibel besteht neben Urwahrheiten aus Glaubensbildern, die weder lebendig noch selbsterhalten sind. Wertungssysteme, Regeln, Erwartungen, Unterwerfung. Minimierung der Vollkommenheit des Daseins. Aussterbende Muster, die daher keiner weiteren Betrachtung wert sind. Zu den Urwahrheiten, die in der Bibel stehen, zählen definitiv die Aussagen von Jesus und vieler Lichter und viele Ansätze, die sich ja durchstrahlen, die letztendlich halt einfach Wahrheit sind. Doch die ganzen Irrzüge und die ganzen Katastrophen, die die Bibel und die Religion ausgelöst hat, kann man letztendlich gelassen sehen, denn ist schon okay. Die Menschheit ist ja auch noch jung. Als die Propheten damals gutwillig ihre Erkenntnisse vermischt mit persönlichen Wertungen zu Papier brachten, gab es weder Physik noch Wikipedia. Keine Festivals, keine Raves, die transzendieren, was Liebe auch sein kann. Keine Dealer, keine Beschäftigung mit LSD und bewusstseinserweiternden Substanzen. Darum passt das Universum auch in einen Witz. Alles passt in eine Faltung der Faltung, sprach die Unendlichkeit. You never die. Actually, you haven't even been born. Perspektivenwechsel. Alles, was möglich ist, ist zugänglich. Es ist die Veränderung der Sprache, die die Revolution auslösen wird. Die Vernetzung der Zusammenhänge. Evolution of Language. Think positive. Diese Realität ist nur so zurückgeblieben, dass wir jeden Tag den Kopf schütteln könnten, weil wir es noch nicht besser beschreiben konnten.
Unsere Sprache, unsere Gedanken und Glaubensbilder erschaffen die Realität. Think positive hat Tragweite. Watch your thoughts, for they will become actions. Watch your actions, for they will become habits. Watch your habits, for they will forge your character. Watch your character, for it will make your destiny. Zitat von Margaret Thatcher und Frank Outlaw. Glaube stirbt aus. Glaube ist das Gegenteil von Wissen. Wahrheit lässt sich entschlüsseln, sobald alle Zusammenhänge vernetzt sind. Alle Wahrheiten sind in dir gefaltet. Ein Samen. Zero and one. Everything else is opinion. Glaube ist sowas wie Meinung. Nicht von Bedeutung. Ein Bild in deinem Kopf. Kein lebendes System. Jeder Konjunktiv, also hätte, wollte, könnte, würde, ist für den Arsch. Es ist, was es ist. Keine Interpretation. Und es folgt die letzte Seite der Schnipselsammlung. Hinter dem Ende schon. Muss nicht alles ins Buch. Bewusstseinskino. Filmemacher Revolution. Über das Herzblut, das in Hollywood und Filmemachern steckt, belehrt der Film Ein Abenteuer in Raum und Zeit von 2013. Er erzählt die Geschichte der britischen Regisseurin Verity Lambert, die 1963 in Hollywood eine Revolution darstellte. Zeitgleich zur Ausstrahlung der ersten Folge ihrer Kinder-Zeitreisenserie war alle Welt mit der Nachricht über Kennedys Ermordung beschäftigt. Die Serie sollte wieder eingestampft werden, doch sie setzt sie weiter durch. Nach einer Woche hat sie über 10 Millionen Zuschauer erreicht. Sie steigt in den Bus und die Kinder spielen die Fantasie, die sie gepflanzt hat. Der Film über ihre Arbeit ist ein grandioses Abbild fraktal-Escher verschachtelter Filme. Ihre Serie änderte Bewusstsein, ihre Geschichte noch mehr. An Adventure in Space and Time, so heißt der Film. Schauspielern ist Herzblut. Hier muss man echt mal sagen, dass so viele Schauspieler alles Herzblut gegeben haben, um bei uns Wirkung zu erzeugen. Die Filme, die mich bewegt haben, waren so perfekt in ihren dichtesten Momenten. Und das, weil andere das gemacht haben, was ich gerade mache. Werd transparent. Mal eben ihre Seele, ihr Gesicht verkauft. Für das, was bewegt. Für die Vielfalt, die ein Mensch abbilden kann. Schauspielerei ist Schizophrenie. Kunst. Echt und lebendig. Nur weil sie reich und berühmt sind, hat man sie dann oft in den Topf mit den Promis und Abgehobenen geworfen. Dabei sind wir alle gleich. Lest euch mal Keanu Reeves' Geschichte durch. PS, mit Hollywood meine ich auch Bollywood und alle Arten von Filmen, die egal wo produziert wurden. Epic Activists. Findet Kony. Invisible Children. Bis hierhin und nicht weiter. Er startete 2012 als globales Experiment. Ein Video, das durchschüttelt, löst innerhalb weniger Tage eine Welle im Bewusstsein aus. Invisible Children hat eine Bewegung ausgelöst. Kinderarmeen in Afrika sichtbar gemacht, den Warlord Kony gejagt und abgeschafft. Das soziale Experiment war erfolgreich. Über Nacht wurden Hochhäuser und Städte mit Botschaften bepflastert. Zu finden auf YouTube unter Kampagne Kony 2012. Epic Edward Snowden. Epic Whistleblower. Geheimnisse pulverisieren. Er hat sein Leben für Transparenz von Informationen gegeben. Julian Assange, Gründer von Wikileaks.com. Siehe der Film über ihn. Earth Hour WWF. Globales Ereignis. Danke WWF, dass ihr seit 2008 einmal im Jahr quasi alle Lichter auf dem Planeten ausgeknipst habt. Für eine Stunde. Stell dir das Bild aus dem Weltall vor. Es folgt noch ein Auszug aus einem E-Mail-Schriftwechsel mit einem Kunstdozenten an der Uni vor 2 Jahren,
bei der Weltkulturerbe-Vernissage der Stadt Regensburg kennengelernt. Er schreibt: Geehrte Cass, ungefährer Versuchsaufbau, physikalischer Test zur Schwerkraftbestimmung, Abendveranstaltung, bin sehr konzentriert, zum Explodieren angespannt, will meine Message an die Versammelten bringen. Rohe Gewalt ist ausgeschlossen, Argumente und Logik erlaubt, alles durchdacht und so klar als irgend möglich. Endlich, endlich, endlich habe ich das alles hinter mir. Drehzahlen runter, dann das übliche Blablabla mit den ganzen Vernissagen-Zombies. Und boom, schwebt ein Fabelwesen vorbei, gerade gelandet. Transstochastische Perlen in den Haaren. Die Kommandantin eines polyklyotischen Bosomenkreuzers. Zahack. Der Raum biegt sich gerade in sich selbst hinein. Sieht mit völlig fremden Augen durch mich durch und sagt: Ding, 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 ich heiße Cass, bin eine Fee und komme aus dem Paradies. Das ist dort, wo die Bücher von den Bäumen hängen. Und die Welt muss eine andere werden, als sie ist. Ding, 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 und weg ist sie mit ihrem Raumschiff. Unterwegs zu einer Station in einem parallelen Universum. Ding, 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 anarchistisch, ding, 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 hinter dem Pesthof. Ratlos stehe ich da, mir meiner 5 in Physik bewusst und merke, wie die Schwerkraft um mich herum mit hässlichem Grinsen immer schwerer wird. Gerade habe ich noch vermutet, dass ich schwebe. Vernissagen-Zombies reißen an meinen Gliedmaßen. Wo ist die Fee hin? Hätte mir gerne noch ein paar Zahlengebete aus ihrem Formel-Milirium reingezogen. Verstanden habe ich fast kein Wort, aber das war ja das Hypnotische. Die Webseite geguckt. Kapiere nichts, außer die Welt muss eine andere werden, als sie ist. Hoffe, dass sie bei bester Gesundheit sind und die Kälte heute Nacht erträglich überstehen. Im milchigen Licht des gnädigen Mondes. Auf bald mal, wie es halt geht mit dem Raumkreuzer. Herzlich Grüße, JM. PS, ist echt so lustig. Eine Begegnung in der Suppe der Normalos. Kompliment für diesen Auftritt, geniale Performance. Und meine Antwort? Wow, die Funken wurden in all ihren Farben erfasst. Die meisten blitzdingsen sich gleich wieder in die Box zurück. Doch die Kunst blickt darüber hinaus. Per Anhalter durch die Galaxis. Herrliche Geschichte und Hammertext. Danke für diesen Einblick. Ein Vergnügen, die Brotkrumen zu verteilen. So oft komme ich ja gerade nicht aus dem Wald in meine alte Welt. Eine spontane Begegnung unserer Weltlinien im Spaceship des Feenwalds wäre eine Ehre für mich. Einladung steht. Damit ist die quasi Beta-Version des Klartraums als Hörbuchversion hiermit beendet. Viel Spaß mit dem neuen Wissen und im nächsten Zeitalter. God off topic. Pulverize religion. I am as old as the universe. Das Gedicht von Jedulan Rumi aus dem 13. Jahrhundert, hier als musikalischer Ausklang, umgesetzt von dem Artist Nu im Track Earth. This world or the next.
did not descend.